Willkommen zur Vorstellung von Ascent of Ashes, einem neuen kommenden Computerspiel im Bereich Survival-Aufbau, ähnlich wie RimWorld, sehr ähnlich sogar wie RimWorld. Ich möchte euch das kurz und knapp einmal zeigen und vorstellen. Das ist hier noch eine Pre-Pre-Alpha-Version, ihr seht es unten rechts 0.3.5, also super super früh, deswegen dürft ihr noch nicht sehr viel erwarten. Das Ganze ist für das vierte Quartal 2023 geplant, aber dass ihr einfach mal einen kurzen Eindruck bekommt, zeige ich euch einfach mal eine Kleinigkeit. Ich selbst habe mir ja schon vor längerer Zeit mal vorgenommen, RimWorld zu spielen, aber irgendwie kam ich bis jetzt immer noch nicht dazu. Will ich auf jeden Fall noch machen. So. Wir haben jetzt hier verschiedene Personen, zum Beispiel Francine, da kann ich mir auch genauere Dinge anschauen, über ihre Attribute, Skills und Statistiken. Und hier liegen zum Beispiel Waffen rum. Und Francine kann jetzt hier zum Beispiel diese Waffe nehmen. Perfekt. Und wenn ich jetzt hier den Kampfmodus auswähle, dann läuft sie auch dahin, wo ich sage. Das muss man dann immer noch machen. So. Dann haben wir doch hier noch eine Waffe versteckt, oder? Hunting Shotgun. Die nimmst du bitte auch. Ne, die hat er jetzt nicht genommen, oder? Ich habe, glaube ich, zu schnell geklickt. So. Dann haben wir hier den guten Jaden. Wir können uns hier auch ein bisschen drehen mit Q und R. So, jetzt habe ich ihn. Da auch da nehmen wir mal die Waffe. Und du gehst jetzt bitte auch. Ach ja, erst in den Kampfmodus und dann gehst du auch darüber. Den haben wir hier noch, Lara. Ist der Nachname vielleicht Croft? Man weiß es nicht. So, auch du kommst jetzt hier mal. Nee. Erst nimmst du diese Waffe. Okay, oder auch nicht. Ah, will noch nicht so ganz. Naja, gut, nehmen wir erstmal hier Max noch. Der darf gerne auch die Waffe nehmen. Wahrscheinlich kannst du die Waffe nicht führen. So, er hat auf jeden Fall die Waffe. Perfekt. Das funktioniert. Und jetzt war da noch eine Waffe. Vielleicht kann die Lara übernehmen. Hunting Rifle. Na? Ja, nein. Ich habe das Gefühl, das ist nicht das Richtige für Lara. Naja, gut. So, jetzt habt ihr hier so ein bisschen das Areal und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, dass die jeweils arbeiten. Das heißt, wir können sagen, hier einmal Holz hacken gehen, bisschen was sammeln und so weiter. Ich glaube, dafür muss ich sie aber aus dem Kampfmodus, ne, sie sind nicht mehr im Kampfmodus offiziell. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt hier ihnen die Arbeitsanweisungen geben. Und wir können hier vor allem das ein bisschen priorisieren. Und wir können vor allem auch Sachen bauen. Wir können ja jetzt hier mal eine kleine improvisierte Sache bauen. So. Es gibt noch keine Wände. Das heißt, wir müssen jetzt hier was freilassen. Können wir jetzt ja mal so machen. Perfekt. Dann können wir hier auch den Boden vollpflastern. Sehr schön. Und es gibt noch verschiedene Sachen. Sowas wie das eine oder andere Bett. Können wir hier zum Beispiel auch bauen lassen. Und auch irgendwelche Kisten und ähnliches. Genau, also das heißt, ihr habt ein klassisches Bausystem, könnt hier die ganzen Ressourcen sammeln, die man hier findet. Also sowohl Nahrung als auch Holz und Stein und alles, was dazugehört. Und man kann auch sogenannte Expeditionen machen und deswegen arbeiten sie noch nicht, weil die wollte ich euch jetzt erst noch zeigen. Wir wollen jetzt zu einem Farmhaus gehen. Und pausieren jetzt mal. Denn das Besondere ist auch, wir können hier schön im Pausenkampfmodus hinlaufen. So, kurz nochmal pausieren. Kannst du bitte perfekt hier hingehen? So, wen haben wir hier noch? Das Problem ist, im Pausenmodus kann man hier leider noch nicht... da sich genauer bewegen. Die Gegner sind hier relativ weit weg. Das scheint jetzt ein Geist zu sein. Wir haben aber die Gegner auch tatsächlich direkt schon besiegt. Das war nicht so stark und die ganze Expedition war von Erfolg gekrönt. Sehr schön. So, und Lara hier zum Beispiel, die geht jetzt direkt wieder an die Arbeit. Die hackt jetzt hier Holz. Und geht weiter voran. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel noch eine Expedition machen. Gehen wir mal zu einer Tankstelle ohne Lara, weil die kann hier weiter arbeiten. So. Hier sehen wir jetzt schon einige Gegner.
Und ja, damit wollte ich euch auf jeden Fall mal einen ersten Eindruck verschaffen, dass ihr einfach mal seht, was denn hier wirklich möglich ist, auf jeden Fall. Wundert euch nicht, wie gesagt, das ist halt noch alles die Pre-Alpha-Version. Das heißt, man kann jetzt hier noch nicht perfekt alles klicken. Es gibt noch sehr viele Bugs. Das ist aber auch den Machern durchaus bewusst. Aber spannend finde ich halt natürlich dieses Thema mit den Kämpfen, dass man da so schön agieren kann. Von allen Seiten aus so ein bisschen. Das probieren wir jetzt hier nochmal. Wobei es durchaus sein kann, dass wir jetzt hier das verlieren werden, weil die Gegner doch recht stark sind. Soll ich hier mal ein bisschen flankieren, bitte? Ist jetzt Lara trotzdem mitgekommen? Nee, Francine haben wir hier noch. So, wir schießen jetzt von mehreren Seiten. Okay, hier wird jetzt auf jeden Fall geschossen. Ah, die wurde leider gleich erschossen, bevor sie an ihre Position kam. Ein Gegner ist auch schon tot, der hier ist auch schon tot. Der hier hat keine Waffe. Vielleicht kann der mal bitte die. Wenn ich ihn auswählen würde. Jetzt. Wenn der diese Waffe mal noch nehmen würde, das wäre exorbitant genial. Der wird jetzt aber erschossen, bevor er wahrscheinlich die Waffe nehmen kann. Ja. Und auch Francine könnte natürlich einfach diese Waffe nehmen, wenn sie wollen würde. Aber sie ziert sich etwas leider. Drehen wir mal uns ein bisschen, das macht es einfacher. Ja, das war's mit unserer Truppe. Ja, da haben wir jetzt aber mal eine weniger erfolgreiche Expedition gehabt. Aber ja, ihr seht hier zum Beispiel auch, wie so Strukturen jetzt in der im Early der Pre-Alpha aussehen können, was man hier sozusagen teilweise hinzufügt. Aber ja, das ist eine ganz frühe Version, wie erwähnt. Es gibt hier so irgendwelche Schweinewesen, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet, die hier leben, die man dann auch jagen kann. Und ja, man kann hier eben klassisch Worldbuilding betreiben, man kann hier klassisch Sachen bauen, es kommt Nacht- und Tagzyklus, wie ihr jetzt auch schon seht, und man kann eben auch mit diesen Expeditionen unterwegs sein, aber natürlich muss man sich dann auch in seiner eigenen Basis langfristig verteidigen vor möglichen Angreifern, also Survival und Aufbau. Ja, aber ich gehe mal davon aus, wie gesagt, hier in der Pre-Alpha ist noch viele Bugs, dass gegen Ende des Jahres das Ganze deutlich spielbarer sein wird. Wollt ihr jetzt eigentlich mal sehen, dass ich RimWorld spiele? Schreibt mir das mal in die Kommentare und denkt ihr, dass dieses Spiel hier eine Chance hat, in irgendeiner Weise ein wenig an RimWorld ranzukommen. Was müsste es eurer Meinung nach anders oder besser machen als RimWorld, um sich so ein bisschen davon abzuheben? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich wollte euch jetzt, wie gesagt, hier nur einen kurzen ersten Eindruck geben. Deswegen soll es auch gar kein langes Video werden. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass ich euch das ganze Spiel einmal kurz vorgestellt habe. Und dann sehen wir uns schon, ja, bei einem meiner neuen Videos, Livestreams oder auf meinem Discord-Server. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.